Kies und Kreis und Kies und Kreis und Kies und Kreis im Wald. Flugzeug stürzte ab und Kies und Kreis sind jetzt im Wald. Alle tot und nackte Menschen, Blut verschmiert im Wald. Kies und Kreis und Kies und Kreis, ja, die sind jetzt im Wald. Kies und Kreis, ja, Kies und Kreis, ja, die sind jetzt im Wald. Boah, Alter, ist ja schon wieder so eine irre Höhle. Und ich mach mir so Sorgen um Kyle. Ich meine, er hat dieses ganze Schnabelweich eingeflößt bekommen. Was geschieht nun mit ihm? Wen könnte ich dazu fragen? Warte, ich hab's. Wo ist meine Casio? Hier. Nur noch mit der Mikrowelle verbinden und auf Biturbo 13 stellen. Mr. Hawken, hallo, ich rufe Stephen Hawken über die Casio. Hallo, hier ist Mr. Hawken aus dem Wunderland. Sie haben mit Ihrer Casio Leitung 7 belegt. Welche Informationen können wir Ihnen heute überbringen? Okay, super. Sie sind ja der schlauste Mensch der Welt. Also, was passiert, wenn jemand anal 6 Liter Schnabelweich eingeflößt bekommt? Was passiert mit diesen Menschen? Haben Sie da irgendwelche wissenschaftliche Daten? Laut aktuellen Studien beginnt ab 6 Liter rektaler Einflößung von zu viel Schnabelweich Edition 1 etwas Wunderbares. Sie werden zu Übermenschen. Diese Menschen können unter anderem auch Gedanken lesen. Sie sind immer an Ort und Stelle. Allerdings gibt es Probleme, denn wenn das Zielobjekt über 12 Jahre alt ist, dann ist es nicht mehr sehr priesterlich nutzbar und deswegen wird es entsorgt. Okay, sind das zuverlässige Informationen? Hier auf unserer Insel, wo wirklich nur schlaue und reiche Menschen leben, gibt es keine Menschen über 12 außer den Besitzern. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie... Also die Insel klingt echt nicht gut. Ich glaube, ich werde jetzt mal auflegen. Bitte führen Sie jetzt Ihre Genitalien in Nein, Bitte sofort einführen. Dude, auflegen, dude, ich leg, nein, dude, oh Gott, was für eine kranke Alter, Sau. Was macht ihr denn hier, was machst du, hast du telefoniert? Was ja, aber Stephen Hawken ist eine ziemlich perverse, kranke Sau. Alter, naja gut, weißt du, wenn man da irgendwie in einer Anderswelt lebt. Ich weiß nicht, warum du da irgendwie dauernd so Epstein-Isle-Geschichten erzählt von früher, also es scheint ihn mehr zu interessieren als die Geheimnisse des Universums. Vielleicht sind da auch die Geheimnisse des Universums verborgen, wer weiß es. Weißt du? Aber ich will mit. Ich glaube, ich sollte ihn nicht mehr anrufen. Das fühlt sich falsch an. Aber ich mache mir Sorgen um Kyle. Angeblich soll irgendwas Krasses passieren, weil er so viel Schnabelweich in seinem Körper hat. Alter, wird's bei dir auch so hell auf einmal? Boah, ja. Und da steht Weiwei, der echte, den nicht geklonte, der nie gestorben ist. Ach, Weiwei. Okay. Alles klar, ich muss kurz mit Weiwei alleine sprechen. Alter. Warum blutet Weiwei plötzlich? Weiß ich nicht. Ich muss mit ihm alleine reden. Nein, lass Weiwei in Ruhe. Zieh dich, verstehst du? Kyle gehört mir, wenn du nicht aus Versehen noch mal eine Axt aufhörst. Was? Moment, was? Dann machst du einen schnellen Abgang. Was wurde da getuschelt? So. Bist du der Stalker? Was? Nein, was? Was? Moment, Weiwei? Ich habe ihm gesagt, dass wir Kyle beschützen müssen, extrem, weil guck mal, es zieht auch Gewitter auf und niemand weiß, wo er ist. Ich bin schneeblind. Ja, ich auch ein bisschen, aber es macht schon Spaß. Also, guck mal, hier spratzelt es wieder, ne? Hier Stephen Hawking, seine alte Taucherausrüstung. Ja. Weil er immer Delfinwürgen gemacht, aber unter Wasser. Das war seine alte Schlaucherausrüstung. Jetzt ist wieder Gewitter, weil wir bestimmt das Relikt eingesammelt haben und das Gewitter ist jetzt sauer auf uns. Die sind richtig auf Psycho gewesen, die Leute hier. Ja, irgendwann sind die voll durchgedreht, ne? War nochmal Gold. Haben wir einen kleinen Kernnugget hier mitgenommen. Und einen schönen kleinen Nagolino. Weißt du, was geil wäre, wenn ich ein Auto hätte? Dann könnte ich nach Mc's fahren heute und mir Nuggets kaufen. Ich habe so Bock auf Nuggets. Weißt du, wenn man einmal die Freiheit hatte, nach Mc's oder Burger King oder Subway zu fahren, wann man will. Hast du bei Subway dieses neue Ding schon mal probiert? Welches neue Ding? Na, die haben doch jetzt wie so McRib-Patties in so einer Barbecue-Soße. Achso, ja, das habe ich schon gegessen. Ja. Das ist eigentlich ganz geil, ne? Das ist geil, ziemlich, ne? Geil, ja. Das ist ich finde das geil. Also, es ist das schlonzt jetzt, halt richtig schön. Wenn dann noch das, dir extra Käse und so draufballerst, ist noch geiler. Was ist das hier ist, für ein Weg? Und natürlich Cheese Oregano, ne? Und dann... Bam. Guck mal hier, das Massengrab. Alter. Aber da sind eh immer nur Seile drin und so. Und die haben mich ja damals verloren, ne? Ich war ja seit Abschaffung des Meatball-Dings war ich ja nicht mehr da. Aber jetzt haben die dieses neue Ding und ich habe das aber dann beeil dich, weil du weißt nicht, wie lange es bleibt, ne? Weil Subway ist immer so ein großes Fragezeichen. Aber ich finde das echt ganz geil.
Und ich bin ja normalerweise nicht so der Mensch, der gerne Salat und solche komischen Störfaktoren auf seinen Baguettes und Burgern hat und so. Fleisch, Brot, Saft. Alter, das, der beste Burger ist halt so einfach smashed mit Cheeseburger, Doppelpatty und dann einfach nur Zwiebeln. Alter, nur am besten so glazed oder so, ne? So sweet glazed onions oder so. Ja, das ist geil. Glazed finde ich die geil, aber so regulär finde ich nicht so geil. Nee, so frische Zwiebeln. Ja, die haben was, aber auf Burger muss das nicht sein. Einer Frikandel, spezial, okay. Alter, was ist das denn hier für ein Trommelkreis gewesen? Der anonyme Kaugummikauer? Der anonyme Secondhand-Kaugummikauer? Ich kaue nur Kaugummis aus zweitem Mund. Ich war ja mal in so einem anonymen Wühltischclub, ne? Und die haben sich geprügelt dann um meine T-Shirts. Ist mir T-Shirt auf den Boden gefallen, gab es eine Schlägerei. Ein Problem, da vorne ist so eine Gaussenvereinigung. Oh, eine Gaussenbande. Hast du noch... Ich habe keine Granaten mehr oder so, ne? Ich auch nicht, aber wir müssen diese Gaussen-Ladies... Guck mal, die frieren sogar. Die haben richtige, hier, Glasschneider-Nippel vor sich. Ich habe Haftbomben. Vorsicht, ich werf eine Haftbombe. Oh. Ich habe nicht hingeguckt. Alter, das juckt den gar nicht. Er geht so dran vorbei und sagt, ich bin hier mit meinen Gaussen-Girls. Wenn man erstmal so einen Revolver in den Schlitz bekommt, fällt man erstmal um. Ja, da kommen noch mehr Gaussige. Achtung, der hat nur Gaussen-Viber dabei. Ich hab einen Trauergaußen, Vorsicht. Halt dir mal ein bisschen in Schacht, ich mach da hinten mal einen Molotow. Boah! Alter! Sie hat den Gaußen-Dropkick gemacht! Hast du die Gaußen erblickt oder konntest du dich noch abwenden? Ich konnte noch schnell die Parkinson-Technik einsetzen, aber jetzt streckt sie ihren Arsch aus dem Schnee. Oh, ich versuch die da oben einfach zu verbrennen. Ja! Damit ist sie erstmal entschärft. Damit ist sie erstmal entschärft. Wie sie da durch den Wald brennt. Die werde ich Blitz entgaußen. Warte. So, die ist auch entschärft. Vorsicht, guck mal jetzt gleich. Guck mal, die macht jetzt einen Dropkick oder so. Was hat die da in der Hand? Da unten kommt irgendein anderer Typ. Ah, das ist Weiwei. Die hat aber auch so einen richtigen Footballspieler-Walk, ne? Komm. Ja, ich hab sie. Ah. Ja, nur im Brand findet man Freude. Ja. Aber Weiwei verfolgt uns so verdächtig. Ich glaube, er könnte der Stalker sein. Denkst du, Weiwei ist der Stalker? Könnte sein, er macht immer so oft dumm. Weißt du, wie das diese Special Officer Doofy-Technik? Denkst du, es ist so ein bisschen Doofy-mäßig? Ja, ja, guck mal, meine Kaka und dann keiner. Guck mal, da rennt ein brennendes Tier durch die Gegend. Wie es einfach brennt, so. Gedacht, ich zünd mich jetzt irgendwie an. Soll es ein politisches Statement sein? Was ist mit dem Tier? Benzinbaden, das ist zurzeit auf TikTok sehr beliebt. Auf TikTok kannst du alles beliebt machen. Rinde lecken. Verrückte ist, ja, aber das Verrückte ist, die machen das halt auch wirklich alle nach. Die machen das nach, das ist ja das Problem. Also das ist immer, ne, hate ich jetzt das Game oder hate ich den Player, ne? Und eigentlich sind die Player teilweise wirklich wow. Ja, aber das, also du kannst alles machen. Wenn dein Video Klicks hat, dann machen die das einfach nach. Ja. Ich habe einen Haufen Klicks gemacht, indem ich mir mit einem Hammer einen rostigen Nagel zwischen meine Nasenscheidewand geschlagen habe. Ich habe eine Kettensägenkette gegessen. Oh. Was ist das? Ein Heli schon wieder? Ich esse jetzt Glieder von Kettensägenketten. Das ist mir ein neuer Trend. Hallo, hier! Da, wo es brennt! Sehen Sie das brennende Reh, was sich selbst angezündet hat? Waren wir in der Höhle schon drin? Nee, ne? Die da vorne. Waren wir auch noch nicht drin. Weiß es nicht. Bitte jetzt helfen! Bitte jetzt... Da muss ich immer an einen Kumpel denken damals. Und wir haben so... Im Wald und haben uns mit Stöcken geschlagen, wie man das so macht als Jugendliche. Ja, das hat man wirklich so gemacht, das kenne ich auch noch. Man hat sich echt mit Stöcken geschlagen. Ja, also es war erst so Schwertkampf, dann hat der eine auf die Hand gehauen, dann wurden alle aggressiv und dann haben sich alle damit verprügelt. Ja, und ja, es war erst Schwertkampf, genau, ja, so fängt es an. Am Ende hatte man Spaß und... Man hatte blutige Finger und ein ausgestochenes Auge, aber haben wir gut geschlafen. Und er hat irgendwie, und dann hatten wir an so einem Baum geschüttelt und dann war ihm auch so ein Ast auf den Schädel gefallen irgendwie und dann hat er so eine Platzwunde am Kopf und war so am Bluten und alle waren am Lachen und er dann so, nicht lachen, helfen, wie er das so gesagt hat. Nicht lachen, helfen. Hilfe. Ich habe mein Sprachzentrum beschädigt. Ach Mann. Boah, hier geht's tief rein. Ist das ein Ausgang? Heute hätte die Mutter direkt erstmal alle angerufen, Anzeige, Anwalt,
Wie viel Geld kann ich aus den Familien der Kinder rauspressen, die dabei gewesen sind? Boah, Gott verdammt, warum denn? Hier ist immer derselbe Scheiß hier dran. Boah, hier geht's irgendwie richtig. Ich glaube, hier slippert man. Hier ist immer nur Büchsenfraß. Ja, ich hab ein bisschen Büchsenfraß gebraucht mittlerweile. Ich könnte ein bisschen, ich brauche einen Energy Drink. Und Büchsenfraß gibt auch gut Energie. Ich brauche einen Energy Drink, das mixe ich aber mit einem Schluck frischem Wasser. Und dann müsste ich mal gucken, ich habe hier ganz viel verdorbenes Fleisch noch. Das schmeißt man nicht alles aus weg. Büchse auch irgendwas Geiles kochen? Ich habe halt Greg, ne? Ja, meine Suppe ist schon alle. Ich könnte einen frischen Greg machen. Aber es dauert immer so lange. Oh, geht. Ja, hier oben war auch noch ein Weg. Und hier ist nix. Glaube ich zumindest. Ich sehe zumindest nichts. Ich auch nicht. Es müssen ja so viele Menschen gewesen sein, ne? Ja, hier muss ja richtig das Leben stattgefunden haben. Guck mal, Golfplätze und so. Ja, ja, ich mein, hier muss richtig was. Ich meine, klar, überleg mal, was du für eine Infrastruktur jetzt aufbringen musst, alleine für die Arbeiter. Die sollen ja alle dieses Gold abbauen und so, ne? Ja, ja, klar. Das Arbeitervolk. Alleine da musst du ja, ich sag mal, mindestens 300-400 Menschen schon, die in verschiedenen Schichten dann arbeiten können. Brauchst du ja mindestens dann. Und bei so einer Größe noch mehr. Wenn ich jetzt überlege, wie in Anführungszeichen klein die Firma war, in der ich gearbeitet habe, und da waren ja auch schon 700 Mitarbeiter auf drei Schichten. Boah, wir das müssen hier war reintauchen. Zwei kleine Gebäude waren das, mehr war das nicht. Ne? Also, was heißt klein, es waren schon, aber ne, verhältnismäßig. Also musst du schon ein paar tausend Leute auf die Insel bringen und klar, und dann lösen sich Leute ab, sagen, ich komme nicht mehr zur Arbeit, ich melde mich krank, ich werde Kultist, ich schieb mir Stöcke hinten in den Po, ne, wie das halt so ist. Das so passiert sehr häufig, dass Menschen solche... Ja, Menschen entwickeln sich... Ja, ja, klar. Ich also kenne Menschen, die haben gesagt, ey, ich höre auf, ich habe jetzt irgendwie mir gestern mal einen Stock in den Arsch geschoben und das tat gut. Ja, ja eben, das war gut und deswegen mache ich jetzt nichts mehr außer das. Und das, einer von 10 entwickelt sich meistens so. Und... Ja, das ist weit verbreitet, so eine Entwicklung. Sind wir jetzt in dieser Mega-Höhle? Warte mal, hier kann man mit Brettern durch. Hier geht's runter. Ne, lass erstmal die Bretter wegmachen. Nicht runterlaufen, da rutschst du wahrscheinlich. Könnte sein, dass es diese Erdkern-Cave ist, ne? Ja, das ist ja nicht so weit weg. Oder gibt's hier wieder nur irgendwelche... Oh, hier ist was. Das hatten wir noch nie. Was ist das? Eine Bombe? Was ist das denn? Ich sehe halt gerade nichts. Ja, aber das sieht aus wie... Ne, könnte so ein Wasserspeicher oder sowas sein, ne? Mit diesen vier Kisten. Ah ne, das sind Batterien. Das sind vier Batterien. Das sieht aus wie eine Batterie. Ist das ein Schnellkocherpanzer? Schildkrötenpanzer? Ah, ich weiß auch nicht. Was ist das? Für immer Ei? Ich habe drei Schildkröten. Drei Schildkrötenpanzer, Draht, Batterien und Stöcke. Was soll das sein? Sieht aus, als würde man da irgendwas brutzeln können. Vielleicht ein Schnellkochtopf, ne? So ein Druckkochtopf. Hier geht's auch runter mit dem Seil. Hm. Na gut. Also hier waren wir definitiv noch nie. Ja, zumindest hatten wir das Teil auch noch nicht. Alter, hier geht's ewig runter. Boah, hier geht's ewig, ewig runter. Überall Kreuze. Auf Betelgeuse gibt es gute Kreuze. Richtig dicke Beta-Kreuze hier unten. Vielleicht mal das Priester-Outfit anziehen. Um uns zu schützen. Naja, gut, Kinder und Vampire haben Angst davor. Beine. So eine Frozen-Leg-Syndrom-Höhle. Ja, Frozen-Leg-Syndrom. Ich habe auch manchmal Leck-Syndrom. Irgendwie muss ich dann einfach Dinge anlecken auch. So ein Türgriff oder so mal, weißt du, fremde Autotürklinken. Ja, irgendwas, was halt richtig geschmacksintensiv ist, ne? Ja, ja, eben. Ja, guck mal, wie viele Kreuze hier hängen. Die hier durch einen Wall auskreuzen. Und da geht's wieder runter. Ich finde, wir finden hier doch nie wieder raus. Ja, meistens... Hier waren aber noch andere Wege. Oh, meistens ist ja so ein Weg vorgesehen, der dann irgendwann wieder rausführt. Na, hier ist nix. Was war hier? Hier ist nämlich auch nochmal ein Weg.
Ja, hier ist auch Ende, hier gibt's nur... Die dämliche Kisten. Kannst du mit einer Axt... Ah, Kleingeld drin und Draht. Ja, Dosensuppe. Dosenranz. Und Kreis Industries. Aber auch nur Katzenfutter. Wer hat diese ganzen Katzenfutterdosen so? Chef, wir müssen für die Leute noch Essen einkaufen, für die ganzen Arbeiter und so. Ja, Katzenfutter. Ja, so war es halt damals. Wir haben einen Deal gemacht mit Felix. Mit Unilever. Oder wer macht Unilever? Unilever. Hey, da. Noch ein Teil. Nochmal so ein Spratzler. Das ist ein Beyblade, was wir zusammenbauen. Der Blitzblade. Oh, man sieht gar nichts wegen Blitzblade. Na, geh mal in dein Inventar. Kann man die schon connecten? Weiß ich nicht. Hier. Wo sind denn die drei Teile? Sieben da oben? Sieben Stück. Nee, brauchst sieben Stück. Drei von vier sieben. Fehlen noch, ja. Aber hatte der auch eine noch so einen Kern? Sechs Teile? Ja, sechs Teile und einen Kern. Guck mal genauer hin, da siehst du. Ach so. In der Mitte so ein Kernflakes. Ja, auch jedes Mal total erstaunt, das Ding mit einer Melodie angucken muss, ne? Ja, ja. Der Dreck hier unten macht sein Gehirn richtig kaputt. Ja, ist so ein richtiges Brockdown Gamble Produkt, was wir da einsammeln. Ja. Proktologen und Glücksspieler. Wir sind der Verband Proktologen und Glücksspieler. Ja. Aber du weißt doch, am Ende ist alles vermeintlich gesunde. Die Leute sagen, oh ja, Omega-3, ich esse ja extra viel Fisch, das ist sehr gesund. Ja gut, aber dann frisst du auch innerhalb von 3 Wochen eine komplette Kreditkarte an Mikroplastik. Und Schwermetalle. Nee, das ist ja den ich esse, der ist ja nur aus diesen Zuchtbecken. Ja, und diese Zuchtbecken sind im Meer. Die sind nicht, ist nicht so, dass einer zu Hause im Keller ein Zuchtbecken hat, wo er dann Seelachs züchtet. Weißt du so, die sind im Meer, am Rand, an der Kante aufgestellt einfach. Und da geht Mikroplastik rein. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Weißt du, dann ist... Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Doch, ist so. Oh, mein Crack ist abgelaufen. Ja, super, ey. Und was ist jetzt? Wie sollen wir ohne menschliche Überreste überleben? Ich weiß es nicht. Aber hier sind ja einige Gerippe da unten noch ein bisschen so fleischig. Da kann man was runterkratzen und mit viel Fantasie kann das auch was werden. Boah, das war jetzt aber auch wieder hier eine Tour du Mal, ne? Tour du Mal. Aber ich hab nochmal am Seil abgestuhlt. Das hat unten richtig geklatscht, als es auf dem Boden gelandet ist. Total witzig, macht mega Spaß. Musst du auch mal ausprobieren. Schattenscheißen, ne? Ja. Oh, wow! Wenn ich irgendwann mal Euro-Jackpot gewinne, kaufe ich mir so einen Hubschrauber, aus dem ich rauskacken kann. Bist du auch runtergefallen? Ja. Da unten ist auf jeden Fall ein Loch, aber lass mal erst gucken, was oben ist. Ich bin jetzt hier im Wasser du Mal. Im Aqua du Mal? Das ist so ein Wasserpark. Na, quatsch mal. Auf so einem chilenischen Berg. Boah, was ist das? Irgendwas Verpickeltes, was ist das? Hat doch so einen Ausschlag, oder? Ja, der hat irgendwie Beulen. Der ist doch präpariert. Das Erdbeermännchen. Das Erdbeerpickelmann. Pickloman. Aber warum stirbt der nicht? Jetzt, den kann man sogar häuten, aber ich weiß nicht, ob ich mir das anziehen will. Hat er den Pickelhaut oder was? Ah, rein, schön in die Gurkenhaut. Ja, bei der Zucht, als der großgezogen wurde, hat er nur ein Glas Gurken gefunden. Guten hat sich davon ernährt. Na, hier hinten ist nix. Guten alten mir mal die Gurkenhaut an. Die guten alten Seemannsgurken. Mr. Jolly Leg. Der Jolly Leg und sein altes Seemannsgold. Ah, wir müssen tiefer reintauchen. Dann let's go. Wäre halt gut zu wissen, wo ungefähr wir jetzt sind, ne? Das weiß man nie. Irgendwann kommst du aus dem Wasser und dann steht da ein Seemann und sagt, hallo, willst du mit mir auf eine Reise gehen? Wir haben noch ein paar Plätze frei für junge Männer zum Mitreisen gesucht. Und Frauen? Die nicht. Nee. War doch früher, gab's doch immer dieses Schild, junger Mann zum Mitreisen gesucht. Weil, die wussten schon damals, dass irgendwie... Ja, die wussten schon damals, es muss ein Mann sein, der mitmacht. Im Zirkus. Ich wäre mitgefahren. Ich hätte gesagt, ja, Zirkus ist mein Ding. Zirkusvolk
Immer geil. Ist jetzt nicht an derselben Stelle wie. Hä? Das kommt mir alles so vertraut vor. Kommen gar nicht aus dem Wasser raus. Wie, hier. Hier ist nochmal Gold zum Ablecken. Aber sonst da hinten nichts. Das gute alte Leckmannsgold. Ich bin hier wieder ins Leckmann. Voll langweilig, ich könnte mal wieder bauen. Ja, ich könnte mal wieder bauen, ey. Ihr habt jetzt irgendwie Hälfte gefunden und so. Oh, da hängen relativ frische Menschen. Ja, die vier lustigen drei, wieder diese Band. Mariachi spielen die. Die beleuchten hier den Klöttkes. Oh, was habe ich hier gefunden? Da Picke! Alter, eine Klöttkes. Was ist das? Spitzhacke? Ja. Wie? Und kannst du dann. Die... Ja! Oh. Alter, ich kann hier richtig, ich bin richtig im Rausch. Das blitzt auch irgendwie beim Abbauen. Aua! Da kommt ein, guck mal, wieder so ein Pickliger. Das ist doch Ladybug. Ladybug. Nein, aua, da sind zwei. Noch eine mit so Pickling-Schnurren. Alter, was halten die aus? Ja, Ladybug. Verwandle mich, Tiki. Oder wie heißt der nochmal? Den Ladybug. Durchfall am Tag. Ich hab viermal Durchfall am Tag. Ladybug. Boah, die haben mir eben gerade richtig mit einer Pirouette, hat die mir richtig viel Rüstung wegge... Ja, gut. Mir auch. Hier, wir müssen eine neue Rüstung holen. 3, 2, 1, stehe ich erst in den Mann, dann also erst den vorderen, dann den hinteren. Aber die geben auch nur eins Rüstung, oder? Ja. Ne, die geben zwei. Nochmal reinstechen. Du richtig Ladypelz. Alter Ladypelz? Ein Damenpelz hält mich warm. Aber hast du da jetzt Gold rausgekriegt aus dem Cat Noir da? Naja, ich hab 15 Gold. Echt? Ja. Wie viel hab ich denn gesehen? Hier, schon wieder. 2, 3, 4. Toll. Wir haben uns tragen, wir liegen so am Boden. Oh, ich bin voll. Ich glaube 20 ist Maximum, ha? Huh? Ja, 20. 20 Solarerz und dann kannst du nichts mehr mitnehmen. Na gut, Leute. Wir schlagen hier erstmal ein Zelt auf. Und sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und... Schnuppel!